Bestimmt gleich. Oh. Da ist er ja! Okay. Jetzt ist einfach einsteigen. Ja, einfach einsteigen. Und einfach einsteigen. Mich da vorne hinsetzen in den Busfahrer. Genau. Hier sitzen. Diese ganzen Geräusche kann ich dann rausschneiden. Da kommst du mir ab. Das mit dem das kenne ich aus der Gegend überhaupt nicht. Nein, es muss neu sein. Ja, denke ich auch. Ja. Dann stehe ich eben. Hallo Dirk. Hallo Lara. Ach so, du bist ja wieder in der Stadt. Aha, also Lara. Schön wieder in Ibizalo City zu sein. Du bist also neu hier oder wo, wie, ja, was bist du? Ja. Woher kennst du die Stadt? Hat mir das Stadtschild gesagt. Ach so, ja. Aha. Wir gehen auf die Ibizalo School. Du wahrscheinlich auch. Sieht man beim Schulranzen. Ja, ich gehe da auch dahin. Oh nein, der Unterricht fängt gleich an. Wir müssen ja, jetzt los. Ich habe keine Lust. Könnt ihr mir den Weg zeigen? Hallo Kinder, wir haben heute eine neue Schülerin. Sie heißt Lara und kommt aus Hongkong. Und wir lernen heute schriftliches Rechnen. Oh nee. Oh, 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 oh nein. Oh ja. Typisch Ida. Seid alle ruhig, sonst gibt's einen Klassenbucheintrag. Und Kerstin, setz dich auf deinen Stuhl. Na gut. Frau Tümpel ist ganz heiß auf den Klassenbucheintrag. Charlotta. Sei leise. Na, 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 na. Charlotta, gleich gibt's einen Klassenbucheintrag. Bleiben Sie ruhig. Jetzt reicht's. Holt mir jemand mehr das Klassenbuch. Ich muss was eintragen. Ich hol's. Du blöde Lehrerin. Okay, Kerstin, du kannst das Klassenbuch holen. Ach, hier ist es ja schon. So. Jetzt schreiben wir mal schön ein, dass Charlotta die gegen die Regeln verstoßen hat. Ich wollte doch aber nur einen kleinen Spaß machen. Das ist mir egal. Mir doch auch egal. Ja, da wollen wir auch gerade hin. Ja, und das ich stimmt. Wohne da sogar. Wow, das ist aber ein Zufall. Ich wusste gar nicht, dass wir da einen Feriengast erwarten. Aber ja, wenn du willst, komm. Da kommt er! Da kommt der Bus! Also das ist mal ein schöner Reiterhof.
Alle bitte aussteigen. Juhu! Also das ist der Reiter. Papa, wir haben den Feriengast mitgebracht. Lara. Ja, ihr könnt sie ja mal auf dem Hof rumführen. Oh ja, das wäre sehr nett. Wow, du hast aber ein platzsparendes Zimmer. Ja, nicht? Es ist sehr schön. Klein, aber gut. Mir aus können wir los. Aha. Ja, aber Charlotta, wo ist denn Charlotta? Oh Gott, ich kann überhaupt nicht reiten. Brauche ich keinen Helm? Ich sehe das immer im Film. Explodieren Pferde nicht normalerweise? Nein. Das ist Pferde doch immer so. Pferde explodieren nicht. Wir fangen einfach ganz langsam an. Ich glaube, bei Martina hat ein Baby bekommen. Okay. Presst die Hacken ans Pferd, dann reitet es schneller. Ich bin runtergefallen. Ja. Und wie stoppe ich das an? Du sagst ho. Ho. Siehst du, klappt doch schon gut. Du hast nicht schlecht. Naturtalent, Lara. Ja, mittlerweile kann ich es echt gut. Oh. Erstmal vor Ort für das Picknick, was wir unternehmen wollten. Genau. Wer ist eigentlich dein Dad? Mein Papa. Oh, mein Papa ist Joe. Oh. Wir kennen einen Bösen, der heißt auch Joe, aber das ist wahrscheinlich nicht dein Vater. Ja, nein, genau. Du hast gar nichts von Böse. Trägt er immer schwarze Kleidung und eine Uhr? Ja, schon. Welche Haarfarbe hat er denn? Also schwarze Haarfarbe. Oh, meine auch. Ja, cool. Das ist aber ein Zufall. Wir haben ja ganz, ganz tolle Erinnerungen an den. Ist dein Vater irgend so ein Mensch, der immer viel im Büro arbeitet? Ja, schon, würde ich sagen. Aber er ist letztens ins Gefängnis gekommen. Okay. Ich habe nur eine kleine Zwischendurchfrage. Wie steige ich ihn von diesem explodierenden Pferd wieder ab? Ist heftig. Guck mal, du steigst hier so und dann machst du so. Vielen Dank. Danke, Kerstin. Ja, komm, Pferdchen. Das ist bestimmt nicht der Joe, den wir kennen, oder? Ja, das glaube ich auch nicht. Bestimmt ein ganz anderer. Es gibt ja viele böse Joes. Ne? Okay. Oh, ich weiß es nicht. Mein Vater ist meistens immer auf Geschäftsreisen. Und wie ist er denn ins Gefängnis gekommen? Er ist ins Gefängnis gekommen, weil er einen schlimmen Autounfall verursacht hat. Dafür kommt man ins Gefängnis? Es sind zwei Leute dabei gestorben, also ja. Ich habe noch eine Frage. Hat der einen Assistenten? Ja. Und wie heißt er? Das weiß ich nicht. Mein Vater erzählt mir nicht so viel darüber. Ich glaube auch wieso. Ich glaube, es ist so. Und lass mich raten, du bist jetzt hier, weil er im Gefängnis ist und er sich nicht um dich kümmern kann. Nein, nicht ganz genau. Meine Oma kümmert sich eigentlich um mich, aber sie hat letztens einen ganz schlimmen Rückenbruch erlebt. Deswegen bin ich ausgewandert und halt hier hingekommen. Also wer glaubt noch, dass es so ist? Niemand. Ich meine... Nein, es gibt viele so Typen, die auch mal auf dem Gefängnis waren. Und eine Uniform an, also so eine schwarzes... Jackett genau. Anhaben. Übrigens, mein Vater trägt doch immer eine Brille, so eine schwarze. Lass uns das Thema abbrechen, Mädels. Ich meine, wir müssen sowieso jetzt los, sonst werden meine Eltern sauer. Und ihr wisst ja, heute ist Übernachtungsparty mit uns. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Oh ja, kann ich mitkommen? Natürlich, du bist doch jetzt Teil unserer Clique. Cool. Wo ist denn eigentlich Kerstin? Sie ist bestimmt schon da. Ja, die Dalmatina ist ja inzwischen richtig schnell geworden. Mhm. Dann los! Yeah! Ich bin schon runtergestiegen. Ich auch. Wo findet denn die Übernachtungsparty statt? Und also in welchem Raum und wann genau? Entschuldige, Mädels, ich muss ganz kurz los. Ich muss noch lernen für die Klassenarbeit, die wir morgen schreiben. Ach so, ja, über die Nomen und so. Die Pferde ist da. Oh Mann, so lange kann man doch nicht lernen. Sie müsste doch schon längst zurückgekommen sein. Ja, wir sind schon zweimal mit den Pferden durch den Block geritten. Ich meine, das geht doch überhaupt nicht. Oder hat sie panische Testangst? Ja, stimmt. Ich glaube, ich guck mal nach ihr.
Ich komm mit. Okay. Hier oben, überall hier oben, so kann sie uns nicht sehen, weil sie irgendwas guckt, was sie nicht will, dass wir sehen. Oh, hi, Dad. Na, wie geht's? Die Operation Mädchenknacken ist im vollen Gange. Ich krieg sie bestimmt rum. Ich bin ja so gut im Lügen, das weißt du doch ganz genau. Was soll ich denn eigentlich, was soll ich denn eigentlich als erstes machen? Jo. Okay? Hm? Zuerst das Klassenbuch stehlen? Ach, Dad, das ist doch so einfach. Das wird doch keinem auffallen. Okay, mach ich. Bis bald. Ich glaube es nicht. Ich sag schnell runter. Meine Rasen nicht tiefer, die wir sie halten. Runter. Was ist denn los? Wir haben gerade den, also hier, Lara belauscht. Belauscht, genau. Sie ist tatsächlich die Tochter vom bösen Joe. Und außerdem will sie das Klassenbuch stehlen. Wir müssen jetzt richtig aufs Klassenbuch aufpassen. Und okay. Ausgerechnet ist sie, außerdem ist sie... Hallo Kerstin, da bist du ja wieder. Wir haben uns gefragt, wo du bist. Wir sollen mal kurz einen Ausflug machen. Ach so, ja, aber... Nur kurz? Das war eine Stunde lang. Ist doch egal. Aber Kerstin... Lara ist böse. Sie ist wirklich die Tochter vom bösen Joe. Ach nee, was habe ich gesagt? Hm? Keiner wollte mir glauben. Und das seht ihr nun. Sie ist wirklich böse. Und sie will das Klassenbuch stehlen. Ach nee. Leute, sie steht hinter uns, oder? Oh ja. Oh Leute, ich bin nicht für die, die ihr mich haltet. Das war nur meine Oma. Die hat sich doch die Rücken gebrochen. Sie ist jetzt ein bisschen durchgeknallt. Und wieso hast du deinen Vater gesagt? Und wieso sollten wir dir noch glauben? Ich habe euch doch nur meinen Vater beschrieben. Du hast ihn so beschrieben wie den bösen Joe. Also... Den wir kennen. Ja. Außerdem, wer ihr jetzt glaubt, der geht zu ihr. Und wer ihr nicht glaubt, geht zu Dalmatina. Ach Leute, jetzt ohne Scheiß. Ich wohne in Hongkong. Das liegt in China. Es gibt 100 Millionen Joes. Wieso hast du das Gleis? Aber ich muss zu dem Pferd. Und aber wieso hast du das gleiche Walkie-Talkie wie er? Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich denke, seht euch sie doch mal an. Ich bin nicht böse. Ich bin auf deiner Seite, Lara. Ich trage Einhorn-T-Shirts und habe Schleifen im Haar. Wie kann ich bin schon böse sein? Das ist eine gute Frage. Irgendwie kann ich mich nicht entscheiden, richtig? Ach Mann, oh, mir fällt das immer so schwer. Komm zu mir, wirklich. Ich schwöre dir, ist alles in Ordnung. Ja, ich bin... Ja, Lara ist hundertprozentig gut. Sie ist ein Engel. Sie lügt! Nein, ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Charlotte, wir sind alles Betrüger. Komm, wir gehen. Ja. Tschüss, ihr Zicken. Das ist lieb. Also, als du Vater gesagt hast, das war schon ein bisschen komisch. Ja, kann ich wirklich verstehen. Ihr müsst wissen, ich bin ja ein Mädchen. Das sieht man mir ja an mit Zopf und Haaren. Hier und bla bla bla. Aber meine Mutter hat sich früh von meinem Vater getrennt. Und mein Vater hat sich in einen anderen Mann verliebt. Und mit dem habe ich noch Kontakt. Ach so, dein Vater ist schwul. Naja, dann ist alles natürlich klar. Ja, also wir machen uns jetzt eine richtig schöne, gemütliche Übernachtungsparty. Okay, Mädels? Tschüss. Ja, lass uns los. Ach, so. Es ist leider die Pferde an. Da ja, vorne. Hier. Ich geschlafen, ich bin müde. Ja. Es ist ja auch schon 5. Ich meinte, es ist ja schon 4:30. Okay. Naja, da gehen normale Kinder zwar nicht schlafen, aber gute Nacht. Wir hatten einen aufregenden Tag. Ja, aber glaubst du wirklich, dass sie unschuldig ist? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also wenn... Komm, wir müssen dir Sachen auf den Grund gehen. Ja, aber wie denn? Sie sagte doch, irgendwie mit Klassenbuch stehlen. Hey Kerstin, warum hast du denn eigentlich dieses Outfit heute an? Och, weißt du, Charlotte, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Hey, was ist? Na, siehst du den nicht auch? Der böse Joe. Und mit Dalmatina und Flocke. Oh nein, wir müssen uns schnell verstecken. Ich hasse es, mit solchen widerlichen Viechern zu arbeiten. Mädels, ihr müsst euch nicht verstecken. Sogar ein Blinder könnte durch diesen dünnen Ast
sehen. Ach, oh nein. Ja, wir sind hier. Lassen Sie unsere Pferde frei. Sie haben ihnen doch nichts getan. Nein, aber ihr. Das Essen in der Gefängniskantine schmeckt auf jeden Fall nicht lecker. Aber wir können doch gar nichts dafür. Sie sind auf uns losgegangen. Trotzdem. Aber wenn ihr eurem Pferdchen kriegt ihr zurück und ihnen passiert nichts, wenn ihr mir und meiner Tochter Josephine hilft, das Klassenbuch zu stehlen. Auch noch ihr Name ist gelogen. Genau, aber wir werden ihnen auf jeden Fall nicht helfen. Das tut mir aber leid, kleines Pony. Ich muss dich wohl zu Salami verarbeiten. Nein, nein, Martina. Also gut, ich werde ihnen helfen. Okay, ich auch. Wann steigt die Mission? Heute Nacht in der Schule. Hey, jetzt. Mission Klassenbuch stehen ist voll im Gange. Ich bin gleich wieder. Oh, oh, hi Mädels. Wir wollen auch mitmachen. Freiwillig. Oh yes, dann kommt. Oh, da ist es. Ich weiß, einer von euch hat das Klassenbuch gestohlen. Ich weiß zwar noch nicht wer, aber das ist jetzt egal. Was geht hier jetzt? Sag das nicht noch einmal, wenn das Klassenbuch wieder da ist, kriegst du einen Eintrag. Darf ich auch gehen? Nein, ihr bleibt alle sitzen. Wir machen jetzt einfach ganz normal die Deutschprüfung und dann dürft ihr auch wieder gehen. Hallo Mama, ich bin da. Okay, mein Schätzchen. Ein Wochenende zu haben, 2 Tage jetzt schon von der Tümpel entfernt, ja. Und ihren Klassenbuch. Der Wochenende. Hoch die Hände. Der Wochenende. Hoch die Hände. Ich habe eine Überraschung für dich und Ida. Und zwar dachte ich, wir könnten hier eine kleine Kutschfahrt machen. Eine Kutschfahrt? Toll. Ich glaube, dann sollten wir doch gleich mit der Kutsche zu ihr fahren und sie abholen. Ja, also, klar. Ida, kommst du? Oh ja. Hä? Wo sind wir denn? Wir waren noch in der Schule. Wir sind in einem wunderschönen Museum des Grauens. Das ist die Bahn. Und da sitzt der Sheriff drin. Ah, das ist der böse Show. Hilfe, renn um dein Leben, renn um dein Leben. Ah, halt, stehen geblieben, sonst schieße ich. Oh, oh. Nicht gut. Los, weiter geht's. Kommt, ich stelle euch jemanden vor. Meinem Dad. Also doch, sie hatten recht, du bist durch und durch böse. Und ich heiße auch nicht Lara, ich heiße Josephine. Ich habe gar nicht 2 Dads, ich habe 1 Dad. Und ich lebe gar nicht in Hongkong, ich lebe hier. In Playmobil City. In Ibizalo City. Du kennst ja nicht mal den Namen von deiner eigenen Stadt, du bist echt schlimm. Das ist mir relativ egal. Jetzt rein in Telle. Hä, was ist denn das? Keine Ahnung. Da bist du so. Versteck dich. Wir werden dich immer gefangen halten. Niemand wird uns... Ah! Nein, Hilfe! Nein, lasst uns! Los, alle raus schnell! Alle raus, nein! Alle raus! Ja, wir gehen ja schon. Nein, los, schnell die hier rein! Nein, lasst uns, nein! Ah! Und lass uns hier raus! Gesagt, sie hat es geklaut. Ja, wir hätten euch nicht, wir haben euch nicht vertraut. Jeder macht mal Fehler und ich würde vorschlagen, dass wir doch Freunde bleiben. Ja, das finde ich gut. Wie ich auch. Wir sind wieder Freunde. Unser Club.